Yo, hallo Leute, Reaper hier. Heute gibt es Part 2 zu der Analyse vom Apocalypse Map Pack. Und ich würde mal sagen, fangen wir gleich mal damit an. Und ich habe zwei neue Infos für euch. Am Anfang labert wieder gleich David Wonderheart, dass es wieder ein Neuanfang ist für sie, dass sie auf die Community geachtet haben, dass sie alte Sachen zurückgebracht haben. Und jetzt achten wir auf die drei Bilder, die jetzt in der Sequenz erscheinen. Auf dieses sieht man kurz zum rechten Bild, man sieht das Schlachtfeld von Origins, überall die Gänge, überall die Zäune, die düstere Stimmung. Und das ist auf jeden Fall ein Bild von Origins. Auf dem zweiten Bild erkennt man es auch. Unten sieht man einen Zombie, dann einen Menschensoldaten oder einen Zombie, der aufgespießt wurde. Kannte man ja auch auf der Karte Origins, in dem ganze Trailer waren ja die Zombies überall aufgespießt oder die Soldaten. Und oben sieht man wieder die Flugzeuge, die über die Karte herüberfliegen. Und ja, das deutet mich darauf hin, dass die drei Bilder wahrscheinlich zur Karte Origins gehören. Und ganz links, da zoome ich jetzt mal hin, sieht man zwei Automaten. Es sind bestimmt zwei Automaten. Beim ersten Automaten, also beim vorderen, sieht man links daneben Menschen. Es schließt darauf hin, dass es irgendwas mit dem Menschen zu tun hat. Vielleicht hilft es irgendwas, dem Menschen. Das hintere Perk sieht zwar ein bisschen aus wie Dr. Nita, hier kurz ein Vergleichsfoto. Aber es fehlt oben dieser, wie gesagt, dieser grüne Kreuz ist dort bei diesem neuen Perk. Und das ist bei Dr. Nita nicht. Deshalb ist es vielleicht ein neues Perk. Und das grüne Kreuz lässt mich darauf schließen, dass es vielleicht irgendwas mit Medizin zu tun hat, dass er auch in der Medizin verwendet wird. Und ja, vielleicht hilft es dem Menschen oder dem Charakter, dass er sich schneller von Schlägen erholt. Ist nur so eine Vermutung. Und ja, hier konnte man schon zwei oder vielleicht ein neues Perk im Origins Trailer sehen. Und das wollte ich nun mal noch mal kurz erwähnen. Und das zweite, was ich noch sagen wollte, ist, dass man ja am Ende, wie gesagt, den Zombie, der mit dem aufgeschnittenen Kopf sieht und der wieder zusammengesteckt wurde. Und was mir dabei nicht aufgefallen ist in der Analyse 1, dass der Roboter oder der Zombie gerade im Roboter umfällt. Also er stirbt oder ist halt zusammengebrochen oder wurde besiegt von den vier Charakteren. Und auf das hat mich nämlich eine Abonnent 36 kph gebracht, danke an ihn. Der hat auch gemeint, dass vielleicht, wenn er stirbt, er wird wahrscheinlich so ein starker Gegner sein wie George A. Romero auf Call of the Dead, aber dafür, dass er so stark ist oder irgendwie mit besonderen Waffen umgebracht werden musste, ja, vielleicht bringt er dann irgendwie eine Wunderwaffe kostenlos oder ein Perk kostenlos. Wäre vielleicht wieder eine coole Idee. Und noch kurz mit Zombie. Wie gesagt, das ist vielleicht der Zombie aus dem Origins-Trailer, der versteckt wurde und auf dem Tisch lag. Vielleicht haben sie dort an den rumoperiert und haben ihn dann gleich in eine Roboterrüstung eingesteckt. Alles so Vermutung. Und ja, das war's alles, was ich sagen wollte. Einmal das mit den Perks und einmal mit dem umkippenden Zombie. Und wenn ihr noch irgendwas wisst oder falls ich noch irgendwas weiß, werde ich wieder ein Video machen. Aber wenn ihr noch irgendwelche Infos für mich habt, schreibt es doch gerne in die Kommentare. Höre ich mir gerne an. Lasst sie auch gerne durchgehen und werde vielleicht dann auch noch dazu ein Infovideo machen. Und ja, ich denke mal, das war alles. Vielen Dank fürs Anschauen. Bis zum nächsten Mal, euer Reaper.